Milk Crater. Beim ersten Start von Milk Crater muss man einige Sekunden warten. Dann erhält man alle Alben seiner iPod-Bibliothek als übersichtliche Collage präsentiert. Mit einem Fadenkreuz kann man nun über diese Übersicht navigieren. Hält man an, wird der jeweilige Song abgespielt. Auf Wunsch listet das Tool auch die Titel eines Albums als Liste auf. Mit einem Klick kann man Titel in einer Playlist sammeln und abspielen. Diese Abspielliste läuft auch im Hintergrund. Das Programm muss dazu nicht aktiv sein. Auch eine Suchfunktion ist integriert. Treffer markiert das Tool mit einem roten Rand.